Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Montag, der 3. Juli 2023. Wir haben 16.07 Uhr und wir stehen vor dem Megapark. Da gehe ich aber jetzt gerade nicht rein, sondern erst heute Abend. Wetter ist, ja, soweit so gut, alles tippitoppi und 28 Grad. Bis der Wind geht, also so wie die letzten Tage. Recht angenehm. Ja, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen chillen, ja, muss auch sein. Aber nicht allzu lang, weil um 17 Uhr ist der Auftritt von Carolina im Bierkönig. Und dann geht es heute Abend zu Candela Squad in den Megapark, wenn sie heute mal pünktlich sind. Beziehungsweise, ja, die letzten Tage waren sie eigentlich angekündigt, aber sie hatten Verspätung, der Flug. Deswegen wurde es dann auf 0 Uhr verschoben. Ja. Versuchen wir es heute nochmal, ne? Und um 22.30 Uhr ist unten in der Showarena Jung Juri, wer auch immer das ist. Ich kenne ihn nicht. Lass uns mal überraschen. Ich schätze mal, einige werden ihn kennen, aber also alles, was so mit TikTok, YouTube und so anderes Zeug zu tun hat, was ich zwar selber auch mache, aber ich interessiere mich sonst nicht für andere Sachen. Deswegen kenne ich solche Leute nicht. Ich bin mal sehr gespannt, wenn er schon im Megapark auftritt. Und scheint er ja ein bisschen was drauf zu haben. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video und wir sehen uns später wieder an der wunderschönen Playa de Palma. 16.44 Uhr, wir sind in der Schinkenstraße. Ja, wie man sieht, nicht wirklich was los. Die Playa ist heute wieder sehr ruhig. Und dann gehen wir jetzt mal rein in den Bierkönig zum Auftritt von Carolina. Viel Spaß dabei. Carolina!
Wie jetzt? Das war's schon. Warum sie einfach so gehen lassen? Nee, oder? Die Hände gehen nach oben, alle Hände will ich sehen. Die Hände. Und zusammen! Einer geht noch. Was? Einer geht noch. Bleib mal auf dem Teppich wie Aladdin. Heute hat er blödet, morgen. Genau. Bleib mal auf dem Teppich. Wir sagen Dankeschön, Carolina! 17.44 Uhr, das war der Auftritt von Carolina. Oh, das ist leicht diesig geworden, die Sonne kommt nicht mehr komplett durch. Ja, dann hat er Bierkönig gesehen, so leer wie die Straßen sind. Der Bierkönig war jetzt nicht leer, aber es war doch nicht ganz so voll wie gedacht. Aber war trotzdem sehr gute Stimmung dafür. Auch weniger Leute können gute Stimmung machen. Ja, ich chill mich jetzt dann gleich ein bisschen auf die Mauer hier. Muss noch ein paar TikTok-Videos hochladen und dann werde ich, glaube ich, mal ins Latino gehen und Dominik Tag sagen. 17.34 Uhr, bevor ich gleich ins Latino gehe, noch ein kleines bisschen Ausblick genießen. Ja, so langsam bewölkt sich, zumindest in Richtung Berge da hinten ein bisschen. Laut Wetter Online haben wir aktuell 30% Regenwahrscheinlichkeit. Aber ich glaube nicht, dass da großartig was runterkommt. Alles recht grün hier. Kaum Leute auf der Straße, kaum Leute im Bierkönig gewesen, weil da ist kaum. Also, das geht so, ne? War schon mal mehr. Wir stehen jetzt hier am Kindle, beziehungsweise da hinten ist das Latino, kennt ihr ja wahrscheinlich. Den Markt sind sie gerade am Aufbauen. Und dann schauen wir mal, was der Abend noch bringt. 18.51 Uhr, sowas nennt man wohl richtig tot am Montag. Wir stehen ja vorm Kindle, hier ist so gut wie nichts los. Hier am Latino, im Latino ist auch nichts los. So. Ganz komischer Montag heute. Aber ich gehe trotzdem rein, Dominik sagt sagen, der steht hier vorne. Mal gucken, wie seine Laune heute ist. Was hast du gerade zu mir gesagt? Ich will hier keiner haben. Hast du gerade gesagt, ich soll mich verpissen? Ja, tatsächlich. Hau ab. Ja, ich weiß. Hallo, du bist die Neue? Schön. Geile Mädchen, geile Jungs da. Wir fahren heute den ganzen Abend. Hey, Nico! Das ist Manolo hier im Latino. So, wir haben jetzt 20.28 Uhr, ich war die ganze Zeit im Latino und wie man hier sieht, sehr bewölkt und es scheint noch eine große, große Regenwolke über uns gleich rüberziehen zu wollen würden. Also, ja, lassen wir uns überraschen, ne? Was runterkommt, ob was runterkommt, war natürlich nicht vorhergesagt. Aber so ist das hier in der Playa, ne? Aktuell sehr unbeständig, immer noch. Und dann schauen wir gleich mal, ob was runterkommt. Jetzt gehe ich aber erstmal in den Megapark und dann, beziehungsweise erstmal auf den Weg dahin und dann um 8:30 Uhr, beziehungsweise 9 Uhr, das Culture Candela, Candela Squad. Mal gucken, ob sie pünktlich sind, weil wenn sie pünktlich sind, bin ich zu spät. Ansonsten bin ich pünktlich um 9 Uhr, bin ich vor Ort für euch, für uns. 22.33 Uhr, wir sind hier am Ballermann 6. Ja, ich habe eigentlich gesagt, da ist nichts los, ne? Aber wenn man noch hier sieht, doch ein kleines bisschen voller, wie ich jetzt doch dachte. Wenn ich ein bisschen weiter gucke Richtung Megapark, sitzen noch einige Leute an der Mauer.
Ich gehe mal ein paar Meter weiter. Eben war Manolo noch am Latino und jetzt ist er wieder hier. Okay, er wird gerade ein bisschen verdeckt von dem Mann in Weiß, aber er ist da. Sorry, dass er ein bisschen wackelig ist. Ich habe nämlich meinen Gimmel gerade in der Hose. Kein Bock, den immer rauszuholen. Oh, der Himmel wird auch immer dunkler. Bin mal gespannt, ob es rüberzieht. Laut Vorhersage soll es bald regnen. 20.39 Uhr, mal keine Schlange vor dem Megapark. Aber wenn ich eben gesagt habe, da ein bisschen voller aus da vorne. So, die Leute chillen hier noch draußen. Aber ich glaube nicht, dass drin komplett voll ist. Lass uns mal überraschen. Ne? Wir haben jetzt, wie weiter gesagt, 20.39 Uhr, das heißt noch 20 Minuten, bis das dann wirklich losgeht. Ja, ich bleibe noch ein bisschen draußen hier. Lohnt sich schon nicht reinzugehen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich beim Auftritt von der Candela Squad. So nice, so bright, so fly. So fun, they got the night.
Gib mir mal ein bisschen Licht hier. Wo sind die Flaschen? Wo sind die Handymischer? Alle Handymischer. Oh, mein Licht hier. Alle. Das war der Auftritt von der Candela Squad. Ja, innen drin war, wie erwartet, nicht komplett voll, weil ja, sind ja keine Leute da. Ne? Wie soll auch voll werden, wenn keine Leute da sind? Außer jetzt kommt Mickey oder Easy, ne? Dann wäre wahrscheinlich voll gewesen, aber okay, macht ja nichts. Die da waren, die haben ordentlich Party gemacht und ein kleines bisschen ist es am Tröpfeln. Für alle, die immer wissen wollen, wie das Wetter ist. Die große Regenwolke hatte scheinbar ein kleines bisschen Luft aufgelöst. Und es ist aktuell nur am Tröpfeln und mehr wird wohl auch nicht kommen. Laut aktuellem Niederschlagsradar sollte natürlich der große Regen einsetzen, werdet ihr es sofort erfahren. Was haben wir jetzt? Was habe ich gesagt? Eine Sekunde. Wir haben 21:42 Uhr. Jung Juri, um 10:30 Uhr, beziehungsweise um 11 Uhr wird er anfangen. Ich bin mal gespannt, wie volle Tonnen wird. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas großartig passiert, weil ja, es kommen Leute. Bin mal gespannt. Also mehr als die Hälfte wird wahrscheinlich nicht unten sein, also gefüllt. Mehr als die Hälfte wird unten nicht gefüllt sein, schätze ich mal. Und dann bin ich mal gespannt, was der auf der Bühne macht. Ja. Er hat ein Lied, das habe ich mittlerweile erfahren. Das ist auch ganz gut in den Charts. Aber was er sonst macht, lass uns überraschen. Vielleicht singt er auch die ganzen aktuellen Titel nach, wie die anderen teilweise. Aber wenn er entertainen kann, wenn er die Leute anheizen kann, dann ist es halt ja auch egal. Hauptsache Stimmung kommt auf und ja, so ist gerade aktuell die Lage hier rund um den Megapark. Kaum Leute da. Ja. Ich schimm mich jetzt noch ein bisschen hin, muss noch mal ein Video zusammenschneiden für TikTok und dann sehen wir uns, schätze mal, nochmal vor dem Auftritt und spätestens dann beim Auftritt von Jung Juri. Thank you.
21.41 Uhr, das war jetzt die Lasershow im Megapark oben. Ich warte darauf, dass Jugendjury beginnt unten. Ja, er fängt halt um 11 an, weil ist halt immer so. Halbe Stunde Verzögerung, wenn nicht voll ist da unten. Aber wenn ich sehe, was hier an Leute reingeht, ich glaube noch nicht mal, dass zur Hälfte gefüllt ist. Mal gespannt gleich. So, kurz vor 23 Uhr, runter geht's in die Showarena und dann lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt hier passiert. Ja, es muss sein, auf den ersten Weg ist es doch voller als ich dachte. Wenn man sieht, was draußen los war, wird positiv überrascht. Ich bin auf 1000 Kilo.
auf dem Kreis gelöst. Alles Leben, Leben lassen, glaub ich, wer es gehört hat. Und viele, ich weiß, das ist aber alles, was ich brauche. Meine Liebe, wie so weit die ganze Lage löse. Und ich Leben, Leben lassen, glaub ich, wer es gehört hat. Ich schreibe Frauen und die Frauen machen mehr. Ganz schlecht Männer und die Jungs machen mehr, okay? Frauen! Okay, okay, okay. Und jetzt die Jungs! Meine Liebe will sein, bleib mein Herz für andere Tabu. Heute fliegen
passiert. Und ich bin vielleicht weiß das aber alles, was ich brauche. Und mein Herz, und das bist du. Du weißt, was passiert. Du kommst an mein Haar. Du lebst ja mal nur gleich am Ring. Das machst du mich nie mehr verrennt. Denn die 1000 Kilometer, das machst du nicht. Doch ich bin eine Kiste. Das war der Auftritt von Juri. Dazu werde ich mich gleich nochmal äußern, aber ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier rüber, weil hier ist gerade ein kleines bisschen Stimmung. Sekunde. So, 23.49 Uhr, ja, da war ein bisschen Stimmung auf der Straße, ne? Also, kann er singen, kann er nicht singen, kann sich jeder sein eigenes Bild machen, ich fand's okay. Also. Und die Leute, die finden's auch okay, die noch im Hintergrund sind. So, jetzt kommen wir mal hier zu Jungen Juri. Ich bin positiv überrascht. Also ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Ist ja nicht meine Musik, aber die Crowd, die da war, war doch auch sehr gut gefüllt im Gegensatz zu dem, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, da wäre viel weniger los, weil ich so wenig Leute habe reingehen sehen. Aber das hat sich halt doch irgendwie gefüllt. Und sagen, Stimmung hat er gemacht. Die Mädels hat er mitgenommen und ja, ist halt so ein Sunny Boy, ne? Sieht aus wie 16, aber ich glaube, der ist schon ein bisschen älter. Und ja, kommt halt an, ne? Ich würde sagen, der könnte Zukunft haben hier im Megapark für solche Acts. Das muss man überraschen für die Zukunft. Aber ich glaube, wenn das Publikum da ist, was ihn feiert, ist der Megapark bumsvoll. Also, Fazit. Wenn der weg ist. Fazit von mir zu Jungen Juri. Besser wie gedacht. Auch wenn es nicht meine Musik ist, aber ja, hat Spaß gemacht. War ganz gut. So viel dazu. Ist immer noch ein kleines bisschen bewölkt. Es tröpfelt nicht mehr. Aber ja, die Luft ist ein bisschen komisch. Mal gucken, ob noch ein bisschen Regen runterkommt.
wobei ich gleich nach Hause gehe, beziehungsweise ich bin auf dem Weg nach Hause, werde ich wohl nicht mehr viel von mitbekommen. Und dann würde ich sagen, habe ich jetzt auch die Schnauze voll. Ich war heute bei Carolina, ich war bei Candela Squad, ich war bei Jungen Juri, war so die ganze Zeit wieder unterwegs. Und dann ist es Zeit, schlafen zu gehen. Für alle, die sich gerne die Rutschbahn immer bei mir wünschen, sorry, aber ich komme nicht in die Rutschbahn. Zumindest ist das irgendwie gar nicht so meine Uhrzeit. Und in der Rutschbahn kann man auch nicht gut filmen. Also da kann ich höchstens vielleicht mal für 5 bis 10 Minuten drin bleiben. Und dann seht ihr da vielleicht ein paar kleine Ausschnitte. Ist halt schwer da zu filmen. Da gibt es auch keine Auftritte. Da soll ich mich da großartig hinstellen. Weiß ich nicht. Ich sage immer, ich mache die Sachen, die ich mag. Und die Rutschbahn gehört eher weniger dazu, weil es halt nicht so mein Laden ist. Oberbayern ist auch nicht so mein Laden, weil es ist auch schwer zu filmen da. Entweder steht einem die Leute im Weg, weil die feiern. Und weiter wegfilmen kann man nicht, weil die Bühne ebenerdig ist. Und dann hast du noch die ganzen Pfeiler drumherum. Das macht es auch nicht besser. Deswegen gibt es halt immer nur das, was es gerade so zu sehen gibt von mir. Aber ich denke mal, den meisten, die hier bei mir zugucken, denen wird das gefallen. Oder gefällt, was ich mache. Deswegen guckt ihr hier immer wieder rein. Da hinten sieht man es. Ja, so ein kleines bisschen Mond scheint durch die Wolke. Ich denke aber schon, morgen wird das Wetter besser werden. Weil es hat ja geregnet, ne? Ich habe aufgegessen. Also diesmal war ich jetzt wirklich nicht schuld. Letztes Mal war ich jetzt schuld, dieses Mal nicht. Also, ich habe auch ausgetrunken. Also, heute war ich nicht schuld, dass das Kind ein bisschen getröpfelt hat. So, das war's für heute. Playa de Palma Kompakt ist vorbei. Playa Holka meldet sich ab. Bis morgen in alter Frische zu Playa de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Am plattdeutschen Strand. Tschüss. Das war Playa de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr mich noch nicht abonniert habt, dann hinterlasst ja gerne ein kostenloses Abo, schreibt einen Kommentar, hinterlasst einen Daumen und folgt mir auch gerne bei Instagram und bei TikTok unter dem Namen Playa Holika. Buenos, adios und tschüss. Ab sofort könnt ihr auch Mitglied werden auf meinem YouTube-Kanal Playa Holika. Und zwar gibt es da Zusatzinhalte wie zum Beispiel aus dem Bierkönig, aus dem Megapark, Auftritte von den Künstlern, alles ungeschnitten, alles uncut. Für den Rest bleibt natürlich alles kostenlos, wie gehabt. Und wer Spaß daran hat, guckt gerne mal rein, schnuppert mal rein. Kündigen könnt ihr ja immer noch, aber so kann ich euch zumindest Sachen anbieten, die ungeschnitten sind. Und ich wünsche euch mit den Zusatzinhalten viel Spaß dabei.